Das sind die besten Bilder, die der Mensch von seinen Organen, von seinen Gelenken oder seinem Gehirn machen kann. Zu verdanken der Magnetresonanztomographie, dem MRT. Sie zeigen den lebenden Körper. Lange Zeit ermöglichten nur Leichenschnitte den Blick ins Körperinnere. Seit den 1980er Jahren brachten die Einblicke der MRT-Technik wertvolle neue Ansätze für Diagnose und Therapie vieler Krankheiten. Elke Tewes ist für eine wichtige Untersuchung in die Radiologie des Krankenhauses Porz am Rhein gekommen. Bei ihr steht bald ein Kathetereingriff am Herzen an. Um das Risiko dabei klein zu halten, wollen die Ärzte wissen, ob ihr Herz das aushält. Ich habe Vorhofflimmern und geht einher mit Leistungsabfall und starkem Herzklopfen. Und das ist sehr beeinträchtigend für die Lebensqualität. Das MRT wird gemacht in Vorbereitung auf eine Ablation, bei der das Vorhofflimmern abgestellt werden soll. Eine solche Verödung von Herzmuskelzellen wird häufig durchgeführt, ist aber nicht ohne Risiko. Ein MRT soll zeigen, wie groß das Risiko ist. Hier im Krankenhaus Porz kommt ein neues Hochleistungsgerät zum Einsatz. Also dieses Magnet ist ein sogenannter 3-Tesla-Kernspintomograph. Das ist so das stärkste Magnetfeld, was in den Kernspintomographen moderner Bauart heutzutage bei Patienten angewendet wird. Man kann das sehr eindrucksvoll sehen. Wenn ich jetzt meinen Gürtel mit der Schnalle zum Beispiel hier in die Nähe bringe, sieht man, mit was für einer Kraft der Gürtel angezogen wird. In der Mitte ist es am stärksten. Garching bei München, das Entwicklungszentrum von General Electric in Europa. Hier werden die MRTs für Radiologen wie Paul-Martin Banzmann in Köln-Porz optimiert und getestet. Der Chef der MRT-Entwicklungsabteilung von GE weiß, welche starke Kraft die Bilder von inneren Organen erzeugt, live und dreidimensional. Aber ist diese Kraft gefährlich für den Menschen? Wir verwenden hier Technologien, die auf der Ebene der Quantenmechanik ansetzt. Und Quanten sind die kleinsten Teilchen, die wir auf dieser Welt kennen. Und sie sind noch deutlich kleiner als die Atome selbst. Und auf dieser Ebene passiert keine Chemie, auf dieser Ebene passiert auch noch keine Biologie. Die Chemie passiert auf der Atomkern, auf der Atomebene, die Biologie passiert auf Zellebene. Quantenmechanik sind wirklich die kleinsten Teilchen, aus denen wiederum die Atome aufgebaut sind. Und somit haben wir beobachtet, dass diese Phänomene keinen Einfluss, die quantenmechanischen Phänomene keinen Einfluss haben auf chemische oder biologische Prozesse, die wiederum dem Körper vielleicht schädigen könnten oder irgendwelche Nebenwirkungen erzeugen könnten. Aber wie funktioniert die Technik? Was geht vor im Inneren der tonnenschweren und mehrere Millionen Euro teuren Geräte? Viel zu sehen ist nicht, außer einem Kabelgewirr. Und weiter reinschauen lässt uns auch Hersteller GE nicht. Alle Firmen hüten ihre technischen Geheimnisse. Immerhin wird die Verkleidung weggenommen. Wie hier in der Grafik ist das sehr kalte Herz des MRTs zu sehen. Eine Art Thermoskanne, sagt Forschungsleiter Timo Schirmer. Zunächst einmal sehen wir hier hinten den Edelstahlbehälter. Dieser Edelstahlbehälter ist mit flüssigem Helium gefüllt. Das hat Temperaturen von etwa minus 270 Grad Celsius. Das heißt, wir können recht froh sein, dass das gut isoliert ist. Das ist ein Vakuum, was dazwischen ist. Ansonsten würde mir hier die Hand abfrieren. Der Ort, wo das Magnetfeld erzeugt wird, den können wir hier leider nicht sehen. Das findet in dem Behälter hier statt, hinter diesen Stahlwandungen. Dort befinden sich die Spulen. Diese Spulen, die supraleitenden Spulen, befinden sich in Helium, in flüssigem Helium. Dort wird das Magnetfeld erzeugt. Das können wir aber leider nicht öffnen. Da können wir auch leider nicht hineinschauen. Für die Bildgebung nutzt das MRT Signale von Wasserstoffatomen, die sich normalerweise frei im Raum drehen. Durch das starke Magnetfeld im MRT werden sie gezwungen, sich gleichmäßig in Längsrichtung auszurichten. Schwache Radiowellenimpulse bringen die Wasserstoffatome kurz aus dem Gleichgewicht. Dabei senden sie ein Signal aus. Diese Reaktion oder Resonanz auf die Radiowellen messen empfindliche Detektoren im Innern der Röhre. Zusätzliche kleine Magnetspulen senden weitere Informationen über die jeweils untersuchte Körperregion.
Alle Messergebnisse zusammen wandeln leistungsfähige Computer in Live-Bilder aus dem menschlichen Körper um. So können Ärzte Organe, Knochen und Gesundes von krankem Gewebe unterscheiden. Aber weil wir uns im Bereich der Quantenmechanik befinden, ist auch ein wenig Magie dabei. Die Quantenmechanik ist etwas, was niemand versteht in all seinen Dimensionen. Das beruht auf Theorien, auf Grundlagen, die wirklich von großen Wissenschaftlern, vielen deutschen Wissenschaftlern, Herrn Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Max Planck, die alle haben die Grundlagen der Quantenmechanik entwickelt. Aber all das ist nur eine Theorie. Und das ist eigentlich das Magische an der Kernspintomographie. Wir arbeiten mit etwas, was wir in all seinen Details nicht wirklich verstehen, etwas, das wir nicht wirklich abbilden können. Und trotzdem bekommen wir diese wirklich hervorragenden, kontrastreichen Bilder aus dem Gehirn, wie man es eigentlich zuvor noch nie gesehen hat. Im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte entwickelten Forscher hochkomplexe Geräte, die immer bessere Bilder aus dem Körperinneren liefern konnten. Anfangs noch ungenau, heute mit einmaligen Einsichten. Was wir jetzt machen können, ist, wir können aus dem Zentrum des Hirns oder aus beliebigen Positionen eine Gewebeprobe entnehmen, ohne dass wir wirklich Gewebe hier rausnehmen. Das funktioniert, weil die MRT-Messungen chemische Vergleiche liefern. In diesem Behälter schwappt ein künstliches Gehirn, zumindest chemisch gesehen. Es enthält typische Stoffe, sodass die MRT-Entwickler wissen, welche Bestandteile normal sind und welche schädlich sein können. Die Ausschläge der einzelnen Messungen im MRT, sogenannte Peaks, sagen etwas über die Bestandteile im Gehirn und was sie bedeuten. Wir haben hier ein Produkt, das nennt sich Laktat. Das kennen Sie vielleicht aus dem Muskelkater. Laktat im Muskel erzeugt Schmerzen. Im Hirn hat es leider gar nichts zu suchen. Und aus dem Verhältnis von diesen beiden können wir zum Beispiel erkennen, was mit einem Patienten passiert, der unter massivem Sauerstoffmangel gelitten hat. Und dann würden Sie sehen, wie dieser Peak immer kleiner wird und dieser hier immer größer. Und aus dem Verhältnis können wir sagen, ob jemand versterben wird, im Koma bleiben wird oder schlussendlich auch wieder erwachen wird. So wissen die Ärzte besser, was zu tun ist. Was aber geht vor im Inneren des Apparates? Woher kommen die lauten, knarrenden, klopfenden Geräusche? Die Kernspintomographie arbeitet eigentlich ohne bewegliche Teile. Anders als das CT, da dreht sich eine Röhre, bei uns dreht sich nichts. Nichtsdestotrotz wirken sehr starke Kräfte. Und was wir im Magneten haben, sind neben dem großen Hauptmagneten viele kleine Magneten. Und die schalten wir an und aus. Und das sind, kann man sich als zwei Platten vorstellen, die auseinandergedrückt werden und wieder zusammenfallen. Das geschieht im Millimeterbereich. Trotz alledem sind diese Kräfte so groß, die auf diese Magneten wirken, dass sie anfangen zu vibrieren. Und dieses Vibrieren, das ist das, was wir hören und was diesen Lärm erzeugt. Was Patienten auch nicht sehen, zu jedem MRT gehört so ein Technikraum. Hier sind die Aggregate für die aufwendige Kühlung untergebracht. Es ist heiß und laut. Ein großer Aufwand für ein starkes Magnetfeld, das möglichst genaue Bilder aus dem Körper liefern soll. Ausgeschaltet wird das Magnetfeld nie. Und das kann zu ernsthaften Problemen führen. Bei uns im Haus ist vor 3-4 Monaten tatsächlich ein frisch eingewiesener Mitarbeiter, der für die Reinigung der Räume zuständig ist, am Tag nach der Einweisung unkonzentriert gewesen und mit einem Bodenbohnergerät in den Raum reingefahren. Und das wurde dann wirklich wie ein Geschoss an den Scanner beschleunigt und hat dann auch die Verkleidung stark beschädigt, die dann repariert werden muss. 30.000 Euro betrug der Schaden. Es gibt Vorfälle, wo gesamte Patientenbetten am Magneten festsitzen und dann entweder mit Gewalt oder durch sehr viel Aufwand wieder entfernt werden müssen. So hochentwickelt und teuer die Technik auch sein mag, es geht um Menschen und daher sind dem Radiologen Wandsmann zwei Dinge sehr wichtig. Also wir müssen, und das tun wir auch, mit jedem Patienten vor der Untersuchung sprechen, fragen, wo tut's weh, was hast du für Beschwerden, wie treten die auf, und man muss dann natürlich wirklich irgendwann sich zum Fachmann weiterbilden lassen, um diese hochanspruchsvollen diagnostischen Verfahren interpretieren zu können. Das läuft über Jahre und man muss wirklich viel Know-how entwickeln, um das richtig einschätzen zu können. Elke Tewes hat die Magnetresonanztomographie hinter sich.
In 20 Minuten wurde untersucht, ob bei ihr krankhafte Herzmuskelzellen gefahrlos verödet werden können. Die Bilder aus ihrem Herzen sehen gut aus. Die Ablation, die ihr Herzrasen beenden soll, kann durchgeführt werden. Auch für solche Untersuchungen ist das MRT mittlerweile gut geeignet. Das MRT hat ein immer größer werdendes Einsatzspektrum, muss man sagen. Früher sehr reduziert auf Weichteildarstellungen. Mittlerweile Gehirn unschlagbar sozusagen ist das MRT mit 3 Tesla. Das ist absolut anerkannt. Gelenkdiagnostik, also Knorpeldarstellungen, überall das, wo Flüssigkeiten drin enthalten sind, die zur Bildgebung genutzt werden. Also kleine Gelenke, große Gelenke, Knorpel, Bandscheibenvorfälle. Dann die Brustkrebsfrüherkennung ist extrem elegant mit dem MRT zu machen, ohne Strahlung. Das MRT ist ein Universalbildmacher. Wer verstehen will, was im Inneren des Körpers vor sich geht, braucht die Bilder der Magnetkolossen.